So, Hallöchen, Kamerad. Ah, den wollte ich gerade niederhauen. Alter, okay. Was geht hier ab? Voll wie im Krieg. Nee, das lassen wir mal lieber. Da muss ich mich vorerst mal nicht ein. So, wo müssen wir hin? Kein Plan, wo ich jetzt gerade hin muss. Jetzt gehen wir mal hier rum. Ich glaube halt einfach wieder zurück in die Werkstatt. So, und das war irgendwo hier. So. Ach so, das ist ein Dreifachschussgewehr. Na, soll nachladen. Okay. Warum sind da so rote Leute und so blaue Leute? Also, irgendwie muss ich mich da entscheiden oder so, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ein Hemd, Blut zu Salz. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salz fallen, wenn sie sterben. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, ich habe jetzt nicht großer Salzmangel. Oh, ja, da sind sie wieder. Okay, was geht hier ab? Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Ja. Verdammt, was reden die da? Okay. Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Das Plakat? Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Ich glaube, irgendwie machen wir langsam die Welt kaputt, wenn wir mal so zwischen so verschiedenen Welten rumspringen. Vor allem bin ich irgendwie so ein bisschen in der einen Welt und in der anderen Welt. Join the Fox properly. So, sind das die guten Leute, oder? Okay. Rennen sie einfach weg. Seltsam, seltsam. Aber wie es hier auch aussieht. Okay. Was geht bei denen ab, Mann? Okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst. So, wieder nach oben. In dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. So, wieder oben angekommen. Ist hier normal oder nicht normal? Oh, Hallöchen. Was ist hier? Oh, haben wir einen Waffenautomat. Könnte ja völlig gut sein. Ah, der haltet auch ganz schön viel aus. Oh, hier ist so ein Plakat von mir. Raketen! Achtung! Oh, das sind Freunde. Das sind Feinde. So, aber die macht gar nicht so viel Schaden. Ich brauche aber Leben. Trotzdem danke. Wow, der ist weggeflogen. Oh Mann, der ist schon ganz groß auch. Was haben wir hier? Oh, ein Frachthaken. Schon dabei. So, jetzt muss ich dann noch hinkommen. Oh, wow. Ist einfach schon übersprungen. So, wo ist er? Wo ist er? Willst du einen Angriff machen? Ah, nein, verdammt.
Nicht so ganz geklappt. So, den hätten wir. Können vielleicht noch mal kurz drauf gehen und schauen, ob es da was Tolles gibt. Und da hätte gar nichts. Ach, hier kann man gar nicht rein. Oh, Leben. Kameraden, ich brauche Leben. Oh, Salz. Nee, dankeschön. So, was haben wir hier? Ein Dollarbill? Jo, da können wir uns fürs Leben holen. Und hier? Nein, ich das ganze teure Zeugs. Hier, gut aufheben. Ah. Dankeschön. So, ein tolles Ding wieder im Weg. Tja, wir haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Das würde mich auch mal interessieren, was sie schon wieder angestellt hat. Oh, Hallöchen. Oh, mal einmal hier nach oben. Ein bisschen Übersicht. So, zack. Verletzt deinen Verbündeten. Ups. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen. Sind noch letztes Mal von da gekommen. Okay, da ist Klaus. Wir gehen Richtung Werkstatt. Oh nein, gar nicht gut. Was verletzt er denn? Hat da vorher in meine Richtung geschossen? Okay, ich halte mich raus. Ich halte mich ja schon raus. Nein, was ist hier passiert? Ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Ja, was hast du gewünscht? Der Wunsch war. Ich frage, was er sich gewünscht hat. Brüder und Schwestern, ich will auch. Wenn ihr euch ansieht, dann seht ihr einen Menschen. So, die Roten, die gehören zu uns. Ein menschliches Wesen. Aber wisst ihr, so, was haben wir da hinten noch? Noch so ein Dollarbill. Er sieht den Gaul, der seinen Fluch. Holt ihn auf! Okay. Da steht sie. Oh, warte mal. Guck mal, hier haben wir so ein Geschütz. Das ist schon mal unseres. Oh, Medizin steht da hinten. Aber, guck mal, da sieht man langsam gar nicht mal, was Freund und Feind ist. Das ist schon Gegner. Hoffe ich zumindest mal. Ich nehme uns nicht Geschütz. Wo? Ach, da hinten. Ich denke mir immer so, den kann ich dann irgendwo herholen. Oh, Salz, dankeschön. Simulation. Super. Hier, Munition. Jo, danke schön. So, warte mal, hier haben wir noch ein Geschütz. Das müssen wir holen. Oh, na toll. Hat die Rakete geküsst. So, das Geschütz ist kaputt. Sehr gut. Oder ein Sniper oder so, ganz gut. Jetzt haben wir hier ein Medizin-Kit. Brauchen wir es gar nicht. Ein bisschen Salz aber. Hier haben wir noch mal Salz. Was haben wir hier? Raketenautomat. Bitte sehr. Noch ein bisschen. Nichts gefunden. Ja, komm mal, passt schon. Auf den da. Oh, der steht gleich down. Was verletzt denn der Verbündete nicht? Der Große war doch nicht von uns. So.
Ja, das geht bei denen ab. Das sind aber lauter Verbündete, oder? Das Geschütz da immer in die Richtung schießt. Oh, der ist von uns. Wow, 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 wow. Alter, was geht jetzt ab? Oh, wow, wow, wow. Einmal hier um die Ecke. Alter. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. So, jetzt stell ich den Zeppelin aus. Okay. Alles klar. So, unser geschütztes lebt noch. Wir kommen schon irgendwie näher hin, oder? So hingeht, zack. Oh, wo geht's denn hier entlang? Was kann ich hier machen? Gar nichts. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, hier drin. Vielleicht auch nicht viel. Oh, schau mal da. Zack. Schon mal weg, ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Warte, hol mal Raketenwaffe. Bisschen einfacher. Oh, hier ist eine Schrotflinte. So, den hätten wir und den auch gleich. Also den treffe ich nicht. Was? Und dann mal die Schrotflinte mit. Ich will noch kurz nachladen. So, dann kann es weitergehen. So, hier ist keiner. Aber da drüben. Oh ne, hier ist ein großer. Der ist aber auf meine Seite gekommen. Oh nein, das ist hier gleich wieder verwandelt. Oder halt, ja, verwandelt. Das ist immer so ein Ende. Und das Ding runterholen. So, hier haben wir. Oh, wieder Salz. So, die lassen aber gar nicht so viel fallen. So, schauen wir. Können wir da vorne was machen? Ne, auch nicht. Mal nach hinten in den Maschinenraum. Oder halt hier was. Ah. Okay. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Ja, am besten ganz schnell. Oh je, oh je, oh je. Schießt Sky dann noch irgendwo da? Okay, wie komme ich am besten runter? Ah, da hinten wäre eine. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite. Kommen wir da irgendwo runter? So, schauen wir mal hier rüber. Und hier schönes. Alter, wie komme ich jetzt hier runter? Muss ich einfach runterspringen? Ah, hier. Ja, yeah, sehr schön. So, ja, aber jetzt gehen wir, ich glaube, in die falsche Richtung. So. Haben wir hier hin. Es ist auch offen. Na, ein Kinderspiel. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Das mache ich doch jeden Tag. Come on. Oh yeah.